Hossa Internet, die Entwickler von PlayerUnknown's Battlegrounds haben endlich die neue Wüstenkarte ganz offiziell vorgestellt und dem Kind endlich einen Namen gegeben. Die Map heißt Miramar. Außerdem gibt es eine neue Landkarte, wo einige Städtenamen zu sehen sind und auch neue Screenshots. Und die zeigen schon, dass das Terrain sehr abwechslungsreich ist. Es gibt zum Beispiel mit Los Leones eine große Stadt, die im Zentrum ist. Dann gibt es außerdem einen Küstenort, der heißt wie ein Herrenvorname, nämlich Valdemar. Und es gibt ein Wüstencasino im Städtchen Pecado. Außerdem wurde mit dem R45 ein neuer Revolver vorgestellt. Den wird es nur auf Miramar geben und der ersetzt dort den R1895. Mit dem Release des ersten DLCs Fluch des Osiris für Destiny 2 kracht's in der Community. Da dämmert es nämlich jetzt einigen Spielern, dass Bungie Endgame-Inhalte, die im Hauptspiel enthalten waren, jetzt hinter den DLC-Riegel schiebt. Das heißt, man kann das nur noch spielen, wenn man den neuen DLC kauft. Konkret geht es um die Prestige-Varianten des Nightfall Strikes und des Raids. Bisher waren die mit dem höchsten Power-Level 305 spielbar. Der DLC erhöht den Power-Level aber auf 330 und den braucht man jetzt auch, um die neue Prestige-Variante spielen zu können. De facto fehlen also Spielern, die nur das Hauptspiel haben, jetzt diese beiden Aktivitäten. Außerdem hatte Bungie auch schon angekündigt, dass die Heroic Strike Playlist aus Destiny 1 zurückkommt und für die bräuchte man eigentlich nur einen Power-Level von 270, kann man aber auch nicht spielen, wenn man den DLC nicht kauft. Die Option ist dann einfach ausgegraut. You are the one thing they have not foreseen. Go to Mercury and find Osiris. Time is not on our side. Es sieht alles andere als gut aus in Venezuela. Steigende Kriminalität und Hungersnot sind die Folge von Superinflation der lokalen Währung Bolivar. Und die Regierung will dieses Problem eindämmen durch die Einführung einer neuen Kryptowährung namens Petro. Bis es aber soweit ist, hat sich die Bevölkerung schon selbst zu helfen gewusst. Und zwar indem man mit der Ingame-Währung des Uralt-MMOs Tibia vom Regensburger Entwickler Zipsoft bezahlt. In Venezuela ist es nämlich so, dass viele Leute deutlich mehr Geld damit verdienen, nicht ihren normalen Job zu folgen, sondern sich in ein Internetcafé zu setzen und da ihre Dienste als Power-Leveler oder Goldfarmer in diversen Online-Spielen anzubieten. Und besonders beliebt ist da das 1997 schon gestartete Tibia, weil es besonders niedrige Hardware-Anforderungen hat, ist es im Land besonders beliebt. Man farmt dann also und bezahlt mit der Währung Tibia-Coins und Tibia-Gold, die man dann wieder umtauscht in Dollar oder Bitcoin. Damit kann man immerhin pro Tag ein paar Dollar verdienen. Sam Barlow, der Macher des Überraschungshits Her Story, arbeitet an einem neuen Spiel oder einer interaktiven Erfahrung, genauer wie Her Story auch eine interaktive Erfahrung war. Und die ist gleichzeitig ein Reboot zum 80er-Jahre-Kinoklassiker Wargames. Im neuen Wargames geht es auch wieder um Hacker. Die Handlung spielt aber im Jahr 2017 und 2018. Und im ersten Trailer ist schon angedeutet, dass es da um große Hackangriffe und Datenlecks von großen Konzernen geht. Die Hauptrolle spielt die aus der Serie Scandals bekannte Schauspielerin Jessica Nurse. Und das neue Wargames soll im Jahr 2018 erscheinen, dann erfahren wir auch, wie genau sich das spielen wird. Das war's für heute mit den News. Die nächste Folge gibt's morgen. Bis dahin, weiterspielen.